Mich erreichen hier und da immer wieder E-Mails, für die ich mich ganz herzlich bedanken möchte, in denen insbesondere Neulinge viele, viele Sachen in Bezug auf dem Verständnis gegenüber dem Skisport einfach nicht verstehen. Ich entschuldige mich gleich vorneweg, dieses Video kann etwas länger werden, weil ich versuchen möchte, hier ein paar Sachen mal näher zu erläutern, um uns einfach mal aufzuzeigen, wo liegen denn eigentlich unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten innerhalb unseres Skisports. Das ganze Thema ist sehr komplex. Wer hat denn tatsächlich ein Interesse daran, dass der Skisport ausstirbt, dass der legale Waffenbesitz ausstirbt? Nun, diese Frage ist verhältnismäßig einfach zu beantworten. Wir Waffenbesitzer, egal ob Jäger, Sportschützen oder Waffensammler, kämpfen gegen eine sehr, sehr große, finanzstarke und mächtige Antiwaffenlobby. Diese Antiwaffenlobby setzt sich zusammen aus NGOs wie zum Beispiel der IANSA, Oxfam. Wir haben verschiedene Interessensgemeinschaften hier aus Deutschland. Wir nehmen mal das Aktionsbündnis Winden, die Keine Sportwaffen als Mordwaffeninitiative. Wir haben die UN, die gegen uns agiert und so weiter. Das sind sehr, sehr viele, sehr große, bis auch vielleicht die Sportmordwaffeninitiative. Das ist einfach nur, ich möchte mich nicht drüber auslassen. Das sind sehr, sehr große und mächtige Initiativen und Lobbyorganisationen, die wie gesagt unwahrscheinlich viel Geld und einen sehr, sehr langen Atem haben. Bei der IANSA ist es so, deren Präsident, wenn er das noch ist, Mick North, sein Kind wurde seinerzeit 96 bei dem Dunblane Amoklauf in England getötet und danach kam ja in Großbritannien direkt dieses breit gefächerte Waffenverbot, was kein Waffenverbot ist, es sind nur bestimmte Waffenarten verboten. Also lasst euch da durch die Medien bitte nicht irreführen. Aber er leitet das an, er geht da tatsächlich mit seinem Herzen ran, da er selber unmittelbar davon betroffen war. Wie gesagt, hat sein Kind verloren. Wir haben das Aktionsbündnis Winden, hat sich gegründet roundabout 2009, 2010 aus den Opferfamilien des Amoklaufs in Winnenden. Da muss man nicht sonderlich viel dazu erklären. Die sind ebenfalls absolut davon betroffen. Die UN ist dagegen grundsätzlich gegen Waffen, weil Waffen eben weltweit für sehr, sehr viele Tote und Verletzte sorgen. Kann man irgendwo auch nachvollziehen. Wenn wir das ganze Ding jetzt runterbrechen auf Deutschland, vielleicht sogar auf die EU, dann üben unwahrscheinlich viele dieser Interessensgemeinschaften, Vertreter, Lobbyisten etc. Druck auf die jeweilige Politik aus, um Änderungen herbeizuführen. Sie üben mehr Druck aus, als wir Gegendruck erzeugen können, weil sie einfach größer sind. Sie haben den wesentlich längeren Atem, sie haben Menschen an den richtigen Positionen sitzen. Und, ganz wichtig, sie haben das erforderliche Kleingeld. Das ist das, was uns hier fehlt. Als 1972, roundabout, die eigentlich erste große Gesetzesnovelle im Zuge der RAF-Terroristen, Rote Armee-Fraktion, hier in Deutschland durchgeboxt wurde, haben wir eigentlich in immer kürzeren Abständen neue Verschärfungen erlebt. Irgendwann mal wurde das Bedürfnisprinzip eingeführt. Das heißt, ich brauche ein Bedürfnis, um eine Waffe beantragen und erwerben zu können. An dieses Bedürfnis sind bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das ist die Grundlage unseres heutigen Waffengesetzes. Hieraus ergeben sich aber wieder neue Schwierigkeiten, und zwar für uns. Innerhalb dieses Bedürfnisses, wenn wir das jetzt zum Beispiel runterbrechen auf die Sportschützen, bedeutet das, wir müssen nachweisen, dass wir einen Bedarf an einer Waffe haben. Das Bedürfnis. So, eines dieser Bedürfnisse oder Bedürfnisgründe ist zum Beispiel die Ausübung des Schießsports. Das heißt, sportliches Schießen ist ein Bedürfnisgrund. Ich kann aber nur dann sportlich schießen, so sagt es ja auch das Waffengesetz, wenn ich Mitglied in einem organisierten Verein und Verband bin.
So, damit hat man eine Vereins-/Verbandspflicht eingeführt. Und damit kommt das nächste Problem auf den Tisch. Die Verbände und die Politik. Die Politik hat es sehr, sehr erfolgreich geschafft, die legalen Waffenbesitzer in drei primäre Lager aufzuteilen. Wir haben die Sportschützen, wir haben die Jäger und wir haben die Waffensammler. Jeder sieht sein Bedürfnis als quasi das einzig Wahre an. In einem meiner letzten Videos hatte ich ja gesagt, dass wenn diese psychologische Überprüfung der Waffenbesitzer kommen sollte, dann bitte für alle, also auch für die Jäger und damit auch für die Politiker, weil innerhalb der Politiker gibt es unwahrscheinlich viele Jäger. Ich habe dafür durchaus Kritik bekommen und hier kommt jetzt genau eines der Probleme hervor. Nämlich, das eine Lager kann das andere Lager nicht so wirklich akzeptieren. Und damit ist man immer der Meinung, man agiert dagegen. Mir wurde zum Beispiel aufgrund dieses Kommentars mal wieder vorgeworfen, ich würde die Lager spalten. Und da sehen wir wieder das typische Problem unserer Gemeinschaft. Das heißt, die Politik hat es erfolgreich geschafft, dieses Spiel von Teile und Herrsche innerhalb der Sportschützen, Jäger und Waffensammler zu etablieren. Wir haben die Verbände, die letzten Endes den Ton angeben. Auf uns kleinen Mann hört die Politik ja nicht. Das heißt, das machen die ganzen Verbände. Ob das, was die Verbände tun, sagen, in unserem tatsächlichen Interesse ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Warum können die einzelnen Lager, Sportschützen, Jäger, Waffensammler, sich nicht zusammentun, um gemeinsam gegen diesen großen und mächtigen Antiwaffengegner zu wehren? Das funktioniert deswegen nicht, weil eben genau dieses Problem Teile und Herrsche etabliert wurde. Der Politiker hat erfolgreich dafür gesorgt, dass wir hier keine tatsächliche Gemeinsamkeit finden. Natürlich gibt es Sportschützen, die auch Jäger sind. Es gibt auch Jäger, die Sportschützen sind. Es gibt auch Sportschützen, die Waffensammler sind. Es gibt auch Jäger, die Waffensammler sind. Mit diesen einzelnen Konstellationen haben wir keine Probleme. Das ist aber nicht die breite Masse. Die breite Masse der Jäger, Stand jetzt, ist wohl eher der langjährige, altgediente Jäger. Der hat dieses Thema Waffenbesitz überhaupt gar nicht wirklich im Fokus. Das ist auch nicht wirklich der Kernfokus der Jagd. Und hier haben wir schon wieder das nächste Problem. Deswegen sagte ich auch eingangs, die Problematik ist sehr, sehr groß und breit gefächert. Jetzt haben wir einzelne Interessensgemeinschaften innerhalb der legalen Waffenbesitzer. Egal, ob das die German Rifle Association ist, Förderverein legaler Waffenbesitz, Pro Legal, Forum Waffenrecht, spielt absolut keine nennenswerte Rolle. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die an der Spitze dieser Interessensgemeinschaft sitzen, der Meinung sind, sie haben das komplette Sagen. Sie alleine wissen, wie der Hase läuft. Sie alleine wissen, wie sie zu agieren haben. Und sie übertölpeln und überrennen damit letzten Endes diejenigen, die sie eigentlich dahin gewählt haben und letzten Endes auch das ganze Ding finanzieren, nämlich die Mitglieder. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in keiner dieser Interessensgemeinschaften mehr Mitglied bin. Weil ich nicht erkennen kann, dass hier tatsächlich die breite Masse der Mitglieder mitgenommen wird. Von den Forderungen dieser einzelnen Interessensgemeinschaft wollen wir jetzt mal gar nicht erst reden, weil die sind teilweise echt hanebüchen, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr seht aber, es wird nahezu unmöglich sein, was ja immer wieder trotzdem gefordert wird, zum Beispiel eine gemeinsame Demonstration in Berlin auf die Beine zu stellen. Das wird nicht realisierbar sein. Nummer eins, wir finden keinen, der das tatsächlich auf die Beine stellt. Ich werde es definitiv nicht tun. Nummer zwei, die Leute werden dort nicht hinkommen, denn in einer tatsächlich ausreichend großen Menge, dass es tatsächlich gesehen wird. Das heißt,
Das ist etwas, das kann man fordern. Man kann auch immer wieder sagen, wie es jetzt auch in der letzten E-Mail, die ich gestern Abend bekommen habe, danke dafür nochmal, gesagt wird, ich wäre sofort dabei. Klar, wenn ich durch die Foren jumpe, dann steht da immer dabei, oh, wenn wir eine übergeordnete Interessensgemeinschaft hätten, ich würde sofort mit 100 Euro im Monat dabei sein. Ja, das ist der eine. Aber der eine Kleine, der das vielleicht nicht kann, der kann das eben nicht. Und es wird immer nur die eigene persönliche Seite betrachtet von dem Ganzen. Und das heißt, der Sportschütze ist kein Teamplayer. Der Sportschütze ist eigentlich ein einsamer Wolf. So sehe ich das, meine Meinung. Ein weiteres Problem, das wir haben, ist mangelnde, fehlende Werbung. Keiner der Verbände ist tatsächlich mal hingegangen und hat mal scheinbar versucht, breit gefächert Werbung zu machen. Dabei Werbung spielt es für mich keine Rolle, ob das jetzt auf YouTube ist, ob das auf Facebook ist, ob das im Fernsehen ist. Es ist alles Werbung. Und das ist etwas, wo jetzt zum Beispiel ein YouTube-Kanal wie meiner, Gunvlog, oder Lassen Sie es krachen, oder Let's Shoot, oder reinkommen. Wir machen letzten Endes, egal in welcher Konstellation und welcher Qualität, wir machen Werbung für unseren Sport, unsere Passion. Das wird aber nicht gesehen. Es wird nicht wirklich als das verstanden. Es spielt doch letzten Endes keine Rolle, ob ich jetzt 10.000 Mal ein und dieselbe Disziplin zeige. Es spielt doch keine Rolle, ob ich Produktreviews mache. Es spielt doch keine Rolle, und mit dem Ich meine ich jetzt im übertragenen Sinn die einzelnen YouTube-Kanäle. Also spielt das bitte nicht wieder auf mich runter. Ja? Es spielt doch keine Rolle, ob ich die 5000. Waffe vorstelle. Es spielt auch keine nennenswerte Rolle, in welcher Qualität das stattfindet. Es ist Werbung. Und Werbung kann nur dann funktionieren, wenn sie transportiert wird. Diese Werbung transportieren, das können aber nur diejenigen, die sich diese Werbung auch anschauen und darüber sprechen. Und das ist etwas, was hier bei uns anscheinend nicht so wirklich zu funktionieren scheint. Jedenfalls nicht in einer entsprechenden Größenordnung. Wie denn auch? Wir haben eine starke Überalterung, gerade in den Traditionsvereinen. Die gucken sowas vielleicht gar nicht. Für die interessierten sie sich nicht. Wir haben absolute Hater, das ist auch vollkommen normal. Ich kriege das tagtäglich mit. Das heißt, auch hier finden wir keine Übereinkunft, wie es eigentlich passieren sollte. Was ich ganz, ganz toll finde zum Beispiel, ist aber nicht wirklich stark beachtet worden bis jetzt, ist zum Beispiel der BDMP. Der BDMP hat angefangen vor einigen Jahren gezielt Disziplinvideos in sehr hoher professioneller Qualität zu veröffentlichen. Und die sind auf Vimeo abgelegt. Finde ich eine richtig geile Sache, weil sie mal zeigen, mit Texteinblendung, kurz und knapp 3 Minuten, wie die Abläufe von einzelnen Disziplinen bei uns im BDMP vonstatten gehen. Finde ich eine geile Sache, ist aber leider eingeschlafen. Das heißt, uns fehlt es, wie gesagt, an Werbung. Geil finde ich, der TV-Sender D-Max macht zum Beispiel Jägerleben oder Jagderleben oder wie die Sendung heißt. Das heißt, eine Reportage über die Jagd. Und alles, was dahinter steht. Also da geht es nicht nur um das Schießen, sondern da geht es um alles, was mit der Jagd zu tun hat. Finde ich ein super Format. Ich habe es mir 1-2 Mal angeschaut. Ist ziemlich cool. Das ist das, was uns fehlt. Vom Biathlon in der Winterzeit, das ist eine kurzzeitige Werbung für uns. Weil es eben in dem Moment situationsbedingt, und das Schießen steht nicht wirklich im Vordergrund. Auch bei den Biathleten steht das Schießen nicht wirklich im Vordergrund. Außer dem einen Bericht, der neulich veröffentlicht wurde von einem ehemaligen Profi-Biathleten, der halt beklagt, dass aufgrund der Waffengesetzgebung der Nachwuchs ausbleibt und wir damit einen absoluten Wettbewerbsnachteil haben. Ihr seht also, wie schon 2-mal gesagt, dieses Thema, was unser Problem ist, wo wir unsere Schwierigkeiten haben, ist unwahrscheinlich breit gefächert. Ich persönlich habe auch kein Patentrezept, wie wir das in den Griff kriegen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber eines. Und das ist, die Interessensgemeinschaften nehmen uns nicht mit. Die sind für uns irgendwo unnahbar. Wir suchen immer uns bei einer Person den Heilsbringer raus. Wird eine neue Interessensgemeinschaft gegründet, ist das sofort der Heilsbringer. Oh, das könnte ja was werden. Geil, die werden was reißen. Nein, tun sie nicht.
Weil bei 4.000 oder 4.500 Mitgliedern ist Stopp. Sehr viel mehr kommt da nicht zusammen. Die Interessensgemeinschaften wollen auch nicht wirklich mit uns YouTubern zusammenarbeiten. Die machen ihr eigenes Ding. Und das ist auch wieder ein Fehler. Das heißt, wir haben hier welche, die sind der Meinung, sie stehen immer und überall über den anderen und geben den maßgeblichen Ton an und sind der Meinung, sie wissen alles, sie sind allwissend und sie wissen genau, wie der Politiker tickt, sie wissen genau, wie der Sportschütze, Jäger oder Waffensammler tickt. Und ich sage euch jetzt, das ist definitiv nicht der Fall. Wenn das nämlich der Fall wäre, dann hätten wir tatsächlich eine, maximal zwei Interessensgemeinschaften, die scheiße groß wären und tatsächlich ein politisches Gegengewicht erzeugen könnten. Aber das haben wir nicht. Wir haben Splittergruppen. Nicht mehr und nicht weniger. So, wie gesagt, leider ist das Video ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ich hoffe, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten und versteht das eine oder andere, was ich jetzt so sukzessive nacheinander erzählt habe. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.